Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Hearthstone Heroes of Warcraft. Nachdem wir im letzten Video reichlich Packs ausgepackt haben von Dr. Bums Geheimlabor. Wobei, es waren nicht so viele Packs wie bei den vorangegangenen Erweiterungen, aber wie gesagt, das ist auf Dauer ziemlich teuer. Sind wir nun in einem Video, wo wir uns nochmal alle Karten aus der neuen Erweiterung angucken, auch die, die wir nicht bekommen haben. Und ordnen das Ganze so ein bisschen ein und gucken mal, ob wir vielleicht sogar in diesem Video noch ein bisschen was craften werden. Da bin ich mir nicht wirklich sicher, ob ich das machen will, aber schauen wir mal. Mittlerweile ist sogar das neue Solo-Abenteuer auch, das es in dieser Erweiterung gibt, freigespielt worden. Beziehungsweise ist jetzt online, ist jetzt live. Und das ist ein bisschen was Neues. Motivierte, moralisch flexible Forscher für sogenannte Wissenschaft. Seid ihr dabei? Ja, und das ist Dr. Bums Geheimlabor natürlich, wie auch die Erweiterung heißt. Und das ist das Rätsellabor. In dem Rätsellabor machen wir so Puzzle-Szenarien aus Hearthstone, wo wir bestimmte Ereignisse, bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen, um das Rätsel eben zu schaffen. Das ist manchmal in einer einzigen Runde eine bestimmte Anzahl an Schadenspunkten an dem Gegner anrichten oder das Board irgendwie zu klären oder sowas oder zu überleben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das bestimmt ganz cool. Das werden wir auf jeden Fall nochmal spielen. Ich finde, by the way, den Werdegang von Hearthstone ganz cool, dass jetzt in jeder Erweiterung auch so ein Solo-Aspekt mit dabei ist. Vorher war das ja strikt getrennt mit den Adventures, wie zum Beispiel Naxxramas, Schwarzfels, Forscherliga oder Karazhan. Und danach ging es ja mit diesen reinen Adventure-Erweiterungen nicht mehr weiter. Da gab es dann immer ganze Kartenerweiterungen, weil die Blizzard wahrscheinlich auch mehr Geld bringen. Und die hatten dann immer so einen kleinen Solo-Aspekt dabei, der aber immer Spaß gemacht hat. Also ich finde, da kann man sich wirklich gar nicht beschweren. Bis jetzt vollkommen gelungen. Ich habe die Adventures immer sehr gerne gespielt tatsächlich. Die haben mir immer großen Spaß gemacht, auch dass man dann die Karten und so freigespielt hat. Aber wie gesagt, ich glaube, alleine rechnerisch ist es für Blizzard einfach lukrativer, diese Kartenerweiterung zu bringen. Und ich kann denen das auch nicht verübeln, denn Blizzard ist wie jedes andere Unternehmen auf Gewinnmaximierung ausgelegt. Das ist ganz klar, das weiß man auch, dafür muss man niemanden mehr verteufeln und deswegen, klar, das zu machen. Am Ende des Tages machen sie gute Sachen für die Spieler, für ihre Fans, aber sie wollen damit natürlich Geld verdienen. Aus irgendeinem Grund haben wir außerdem noch 3 neue Packs bekommen. Wahrscheinlich zum Start des Geheimlabors, würde ich jetzt mal so sagen. Und wir gucken einfach mal, was wir dabei haben. Vielleicht ja noch irgendwas Nettes, was wir bisher noch nicht hatten. Die hatten wir, glaube ich, beide schon. Den Dendrologen auch, den Mechatroniker auch. Müssen wir mal hier gucken. Was haben wir hier noch dabei? Die Seelenbombe, destillierten Blitz, den erweiterbaren Basisbot. Geheime Plan hatten wir auch schon. Die Meteorologin hatten wir auch schon. Es wäre so episch, wenn wir hier jetzt eine legendäre Karte hätten. Nee, das wäre legendär auch. Nicht schlecht. Die hatten wir auch alle, soweit ich das weiß. Und das entflohene Versuchstier hatten wir, glaube ich, auch. Ja, das hatten wir, glaube ich, auch. So, dann gehen wir mal direkt in die Sammlung rein. Die Sammlung kann man ja ganz gut unterteilen in die verschiedenen Erweiterungen zum Beispiel. Und deswegen werden wir uns einfach mal anschauen, welche Karten haben eigentlich welche Klassen bekommen und welche davon haben wir und welche haben wir davon nicht. Und wir können jetzt tatsächlich nochmal 90 Staub bekommen und werden uns jetzt mal hier aufrufen. Dr. Bum, die Karten. Und fangen einfach mal bei den Druiden an. Also wir haben von den 10 Karten, die es von dem Druiden gibt in dieser Erweiterung, oder sind es 9? Ich muss mal eben gucken. 8, es sind 10. Okay. Von diesen 10 Karten haben wir 6 bekommen. Also die Mehrzahl. Wir hatten natürlich das Biologieprojekt. Wie gesagt, diese Projektkarten ist eine Kartenart, die beide Spieler begünstigt. Aber es ist natürlich so ausgelegt, dass man mit diesen Karten möglichst sein eigenes Spielziel und seine eigene Strategie voranbringen will. Der Druide ist ja grundsätzlich eine Klasse, die auf Ramp setzt, also schnelle Mana-Gewinnung, um daraus einen Vorteil im Spielverlauf zu erwirken. Und deswegen ist dieses Biologieprojekt, jeder Spieler erhält 2 Mana-Kristalle, natürlich darauf ausgelegt, dass der Druide ja sowieso schon einen Mana-Vorsprung hat.
und den noch weiter ausbaut, beziehungsweise noch schneller auf eine bestimmte Mana-Größe zu kommen, um seine Kombo-Karten auszuspielen. Denn der Druide ist mittlerweile wirklich zu einer Kombo-Klasse geworden. Und das Ganze spielt sich dann so um die 10 Mana immer rum ab. Also wenn der Druide ziemlich schnell auf 10 Mana kommt, dann kann es ziemlich schnell für den Gegner ziemlich gefährlich werden, weil der Druide dann in der Lage ist, seine Kombos auszuspielen. Und das ist böse. Und da bin ich gespannt, wie diese Karte sein wird für den Kombo-Druiden. Wobei, da müsste man dann mal sehen. Wie gesagt, der andere Spieler profitiert auch davon. Wie gut kann er davon profitieren? Kann er dadurch die Kombos des Druiden vielleicht aushebeln? Mal sehen. Dann haben wir im Prinzip eine neue Art, die bei dem Druiden jetzt gepusht wurde in dieser Erweiterung. Und das ist der Trend-Druide. Also der Token-Druide. Ein Druide, der möglichst viele kleine Viecher irgendwie aufs Feld kriegt. Und das sind jetzt eben diese Trends. Und da haben wir im Prinzip, ja, wir haben hier vier Karten, die damit irgendwie was zu tun haben. Wir haben einmal, dass wir einen Zauber entdecken, wenn wir einen Trend kontrollieren. Das kann ziemlich oft der Fall sein. Dann haben wir Ruf zwei Trends 2-2 herbei für 3 Mana. Das ist die Landschaftsgestaltung. Dann die Tauchengärtnerin, die auch Trends herbeirufen kann oder unseren anderen Dienern +1/+1 verleiht. Und da ist es eben wieder, dass man viele kleine Minions, Tokens hat, die man dann durch andere Karten stärken kann. Dann haben wir den Glibbersprüher, ruft eine Kopie jedes benachbarten Dieners herbei. Das kann auch ziemlich ausarten. Und natürlich den Mulchmampfer, der auch mit Trends funktioniert. Für jeden Trend, der in diesem Spiel gestorben ist, bekommen wir ja eine Reduzierung auf die Mana-Kosten dieser Karte. Und das kann schon mal ziemlich krass sein. Also stellt euch vor, wir spielen eine 3-Mana-8-8-Kreatur aus, die ein Mech ist und Eifer hat. Das ist wirklich nicht ohne. Das ist ziemlich heftig. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man so ein Deck spielen könnte. Jetzt haben wir natürlich noch ein paar Karten, die wir nicht bekommen haben bei den Druiden. Und das sind zwei legendäre Karten. Da haben wir einmal Flops, grandioser Glibber. Das ist die Zauberkarte des Druiden, die legendäre. Jedes Mal, wenn in diesem Zug ein Diener stirbt, erhaltet ihr einen Mana-Kristall nur für diesen Zug. Das ist natürlich heftig, wenn man jetzt ein ganzes Board voller Trends hat, die vielleicht sogar gebufft sind. Man die entweder in die gegnerischen Minions tradet, um das Board leer zu kriegen. Oder Face Gate, wobei wenn man Face Gate, kriegt man natürlich den Mana-Kristall nicht, weil das Minion nicht sterben wird. Aber dann kann man im Prinzip das Board clearen. Für ein Mana kriegt ihr natürlich Mana dann zurück, im Prinzip. Und kann dann das Board neu aufbauen. Beziehungsweise seine Kombos ausspielen oder sonst irgendwie etwas. Und ja, das ist schon eigentlich ganz gut. Also das Gute ist eben, wobei, ja, das Problem ist, dass man dafür ein Board braucht. Das Problem ist, dass man als Voraussetzung, damit diese Karte wirklich gut ist, dass man ein volles Board braucht. Wobei man das eigentlich gar nicht so schwer hinkriegen kann. Mit einem Token-Druid, da kann ich mir schon vorstellen, dass er das ziemlich konsistent hinbekommt. Und man kann diese Karte halt auch relativ im Early- oder Mid-Game spielen. Also nehmen wir mal an, wir haben, weiß ich nicht, im Early Game irgendwie in Runde 3 haben wir 4 Units auf dem Feld und wir klatschen damit die gegnerischen Units weg, unsere Units sterben. Und dann bekommen wir im Prinzip, ja, 4 Mana dazu für die Runde. Haben vielleicht noch 2 Mana irgendwie. Und haben dann insgesamt 6. Und können dann was Größeres spielen, was wir sonst eigentlich hätten nicht spielen können, beispielsweise. Wobei, übersteigt das die maximale mögliche Mana-Anzahl, die wir haben? Ich weiß es nicht. Interessante Karte auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich würde sie nicht craften extra. Dann haben wir ein legendäres Minion, Flubidinius Flurp. 4 Mana, 3-4. Auf eurer Hand ist diese Karte eine Kopie 3-4 des letzten Dieners, den ihr ausgespielt habt. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Das ist besser als der gesichtslose Manipulator, so heißt er, glaube ich, womit man eine Karte auf dem Feld kopieren kann. Weil der günstiger ist. Und weil der vielleicht bessere Stats hat. Also in Combo-Druid kann ich mir vorstellen, dass man den gut einsetzen kann. Dann haben wir eine total overpowerte Karte, nämlich Psychedelische Melone. Für 4 Mana. Zieht 4 Diener, die jeweils 7, 8, 9 und 10 Mana kosten aus eurem Deck. Also für 4 Mana ziehe ich nicht nur 4 Karten. Ich ziehe 4 spezifische Karten.
Und es gibt eigentlich nichts Mächtigeres, als spezifische Karten aus eurem Deck zu ziehen und dann auch noch für 4 Mana. Ich bezahle für jeder dieser spezifischen Karten, die ich ziehe, 1 Mana. Das ist krank. Das ist eine richtig kranke, krasse Karte. Und man muss noch dazu sagen, dass diese Karte perfekt ist für einen Typen des Druiden, der sowieso schon gepusht wird. Combo Druid. Denn Combo Druid hat in den meisten Fällen diese Combo Pieces, die er eben halt braucht, um seine Win Condition zu bekommen. Das sind meistens größere Minions, zum Beispiel Maligos oder sonst wer oder keine Ahnung. Das ist krank. Das ist richtig heftig. So. Dann haben wir eine Karte, die auch noch krank ist, nämlich die Traumblutenfloristin. 7 Mana 4-4 an Stats klingt jetzt erstmal scheiße, aber verringert am Ende eures Zuges die Kosten eines zufälligen Dieners auf eurer Hand 7. Das heißt, wenn das Ding einmal trifft, und zwar auf einen Minion, das mehr als 7 Mana kostet, habe ich das Ding freigespielt. Dann habe ich das Ding umsonst gespielt. 0 Mana 4-4. Und wenn das Ding nicht sofort vom Gegner removed wird, das ist sein Prioritätsziel Nummer 1, dann hat er ein Problem. Weil ich diesen Discount bekomme, ständig und ständig und ständig wieder. Und es gibt auch ein, das ist natürlich die Möglichkeit für den Combo Druid, einmal seine Combo Pieces günstiger aufs Feld bringen zu können. Oder für den Big Druid. Das ist eine Alternative des Druiden, der viele große, heftige, teure Minions spielt. Und da ist die Traumblutenfloristin natürlich perfekt für. Ja, das war's mit dem Druiden. Bei dem Jäger haben wir tatsächlich recht viele Karten bekommen. Bei dem Jäger fehlt nicht viel. Entdeckt ein Geheimnis, verursacht 2 Schaden, ruft eine Goblin-Bombe herbei. Also bei dem Jäger wurde ja so ein bisschen dieses Goblin-Bombe-Zeug gepusht. Und Death Rattle auf jeden Fall, wenn man sich hier die Pyrotechnikerin mal nochmal anguckt. Verleiht einem befreundeten Mech +1/+1 und löst sein Todesröcheln aus, wenn er eins hat. Dann haben wir den Toxinator, der natürlich ziemlich cool ist und magnetisch und giftig. Das heißt, wir können jedem Mech im Prinzip das Tag giftig geben. Was mit bestimmten anderen Karten ziemlich krass ist. Dann haben wir diese Spinnenbombe, die ich auch ganz gut finde. Die auch magnetisch ist. Und Flux Bumsuka, der legendäre Zauber des Hunters, ruft 3 Diener aus eurem Deck herbei. Sie greifen feindliche Diener an und sterben danach. Ich weiß halt, ich kann kein richtiges Urteil über diese Karte tatsächlich bilden, weil ich die ein bisschen verwirrend finde. Aber das müsste man einfach mal ausprobieren, wie das funktioniert. Und man müsste die richtigen Minions dafür haben, die dann eben sterben. Wenn das Death Rattle Minions sind und die wirklich heftige Effekte haben, dann kann das schon ganz cool sein, ja. Das ist dann echt nicht verkehrt. Wir haben hier tatsächlich nur 2 Minions, die wir nicht bekommen haben. Die Nekromechanikerin, die sehr gut ist. 5 Mana 3-6 an Stats. Also die Stats sind okay. Eigentlich sind sie okay. Eure Todesröcheln-Effekte werden 2-mal ausgelöst. Und das erinnert mich sehr an eine legendäre Karte, die es im Naxxramas Adventure gab. Nämlich Baron Totenschwur hieß er, glaube ich. Der kostete 4 Mana und hatte 1-7 an Stats und hatte den gleichen Effekt. Und das ist jetzt nur eine Klassenkarte des Jägers, der diesen Effekt hat, mit besser verteilten Stats eigentlich. 1 Mana teurer halt, aber funktioniert, glaube ich, gut mit diesem Death Rattle Hunter. Sehr gut. Und dann haben wir hier den Sprengmeister Flark. Das ist das legendäre Minion des Hunters, 7 Mana 5-5. Aber Kampfschrei ruft 4 Goblin-Bomben herbei. 4. Jede Goblin-Bombe hat die Fähigkeit, Death Rattle, ihr wisst es ja, dem Gegner 2 Face-Damage zu verpassen. Und wenn es etwas gibt, was der Jäger kann und was der Jäger machen will, dann ist es Face Damage. Absolut. Klar, Face Damage will jede Klasse machen, aber der Jäger ist schon immer Face, 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 Face. Und Sprengmeister Flag bietet mächtig Potenzial, Face zu gehen. Denn nicht nur, dass man mit diesen 4 Goblin-Bomben, zum Beispiel mit der Nekromechanikerin, einen immensen Schadensoutput bekommen könnte, man kann die Goblin-Bomben ja auch noch buffen und so weiter und so fort, damit sie auch noch Face gehen. Oder in gegnerische Minions traden und der Schaden dann Face geht. Und es gibt auch noch Karten wie, weiß ich nicht, Todspielen, wo man generell alle Death Rattles auf seiner Seite des Feldes auslöst und dann eben den Schaden nochmal hat. Also ich kann mir vorstellen, dass der Goblin-Bomben-Hunter in Wild-Modus ziemlich eskalieren könnte.
Aber ich mag mich da auch nicht festlegen. Sicher kann ich das nicht sagen. Für mich ist klar, dass ich die Nekromechanikerin auf jeden Fall craften muss. Weil das eine Karte ist, die da ganz wichtig ist. So, wir haben bei dem Mage, glaube ich, alles, fast alles. Das sieht sehr gut aus. Bei dem Mage haben wir jetzt so ein paar Karten, die dieses Zauberschadenkonzept wieder so ein bisschen pushen sollen. Da haben wir einmal hier den Galaktischen Gesandten. Euer nächster Zauber in diesem Zug hat Zauberschaden plus 2. Und das ist für eine Karte, die 2 Mana kostet und ein Elementar ist. Eigentlich sehr wenig. Also für den Effekt ist das Ding verdammt günstig. Und das ist gefährlich. Dann haben wir hier das Forschungsprojekt. Dass jeder Spieler 2 Karten ziehen kann. Dann haben wir den Astralen Riss. Erhaltet 2 zufällige Diener auf die Hand. Und der Blitzdings ist auch ganz interessant. Fügt einem Diener und seinen benachbarten Dienern einen Schaden zu. Das ist mit plus Zauberschaden natürlich ziemlich gut. Dann hatten wir die legendäre Mage, den legendären Mage-Diener bekommen. Sternschauerin Luna. Zieht eine Karte, nachdem ihr die Karte ganz rechts auf eurer Hand ausgespielt habt. Und das ist immer die letzte Karte, die man gezogen hat. Die kosmische Anomalie ist auch ziemlich günstig dafür, dass sie diesen Effekt hat. Wenn man das mal mit anderen Zauberschaden-Minions vergleicht, vor allem die neutralen, dann ist diese Karte overpowered. Also Power Creep en masse, kann man dazu sagen. Dann haben wir die Meteorologin. Fügt für jede Karte auf eurer Hand einem zufälligen Feind einen Schaden zu. Das kann auch ziemlich eskalieren, wenn man... Also der Mage hat viele Möglichkeiten, ziemlich viele Karten auf die Hand zu bekommen. Zum Beispiel durch die legendäre Waffe des Mages. Wo man am Ende des Zuges immer 3 Karten nachzieht. Da kann die Meteorologin schon eskalieren ohne Ende. Und dann haben wir eben die Astromantin. Ruft einen zufälligen Diener herbei, der so viel kostet, wie ihr Karten auf der Hand habt. Also da haben wir bei Mage so ein bisschen das Konzept in dieser Erweiterung, dass es darum geht, möglichst viele Karten auf der Hand zu haben, aber auch diese Karten gut ausspielen zu können und auch schnell neue Karten nachzubekommen durch die Sternschauerin Luna. Wir haben ansonsten hier das unerwartete Ergebnis nicht bekommen. Ruft 2 zufällige Diener herbei, die 2 kosten. Wird durch Zauberschaden verbessert. Das finde ich auch interessant. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise den ausspielen, 2-mal, den auf dem Feld haben, dann haben wir im Prinzip Zauberschaden plus 6 und dann würden wir hier für 4 Mana 2 zufällige Diener herbeirufen, die 8 kosten. Für 4 Mana. Also mit dem richtigen Build-Up kann diese Karte auch ziemlich stark werden. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu clunky ist. Dass es ein bisschen zu unflexibel ist. Aber gut, das werden wir sehen. Und dann haben wir Lunas Taschengalerie. Taschengalaxie für 7 Mana. Setzt die Kosten von Dienern in eurem Deck auf 1. Richtig gehört. Alle Diener in eurem Deck. 1. Heftig, oder? Man darf dabei natürlich nicht außer Acht lassen, dass ich diese Karte erst spielen kann, wenn ich 7 Mana habe oder ich habe irgendwie eine Möglichkeit, das günstiger zu machen. Und das gilt natürlich nicht für Diener, die ich bereits gezogen habe. Und ich muss diese Karte ziehen, bevor ich die meisten Diener aus meinem Deck gezogen habe. Und das wird nicht in jedem Spiel der Fall sein. Also diese Karte kann nicht konsistent in jedem Spiel wirklich gleich gut sein. Das ist klar, weil ich immer unterschiedliche Diener in meinem Deck noch habe, wenn ich diese Karte spielen kann. Und man darf nicht vergessen, dass wenn ich diese Karte gespielt habe, ich in diesem Zug wahrscheinlich nicht mehr viel machen kann, weil ich dann höchstens ja noch 3 Mana habe. Und es hat keinen sofortigen Effekt, weil ich die Karten, die discounted wurden durch diese Karte, ja noch gar nicht gezogen habe. Das heißt, ich muss das eigentlich mit einem, mit irgendeiner Art von günstigem Ziehmechanismus verbinden, damit ich diese Minions, diese günstigen, im besten Fall der großen, starken Minions, ausspielen kann. Und ob das der Fall sein wird, das wird sich herausfinden lassen. Dann haben wir die nächste Klasse, den Paladin. Und beim Paladin haben wir 7 Karten gekriegt. Auch nicht schlecht. Wir haben sogar eine legendäre Karte darunter. Wir haben den Leuchttron. Ich glaube, dass der ziemlich krass ist. Mit der Verteidigungsmatrix haben wir ein neues Geheimnis. Dann haben wir das Nervo-Modul. Im Prinzip die Weiterentwicklung des Nervotrons. Und der ist auch noch magnetisch und hat Gottesschild und Spott. Und finde ich krass. Dann haben wir das Mechano-Ei, den Schrumpfstrahl, den Leuchtstein-Mechaniker, der eine Mechanik zurückbringt, die so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, die letzten Erweiterungen. Die kam ja mit den Mean Streets of Gutgezahn, glaube ich, ins Game. Und zwar ist das Handbuff-Mechaniken. Und
allen Dienern auf der Hand +2/+2 schon eine Ansage. Der legendäre Zauber, Kangors endlose Armee, belebt 3 befreundete Mechs wieder, ihre magnetischen Upgrades bleiben bestehen. Ich meine, das passt natürlich hier perfekt zum Paladin, weil er halt die prädestinierten Karten dafür hat. Mit dem Mechano-Ei, was man vielleicht mit dem Nervomodul aufrüstet, oder den Leuchtron, das man irgendwo ranklatscht. Also da kann man schon ziemlich mächtige Mechs herbeirufen für 7 Mana. Da muss man eben halt ein Deck drumherum bauen. Aber das dürfte bei all den Möglichkeiten, die der Paladin hat, eigentlich kein Problem sein. Jetzt haben wir hier 3 Karten nicht bekommen. Eine davon ist ein legendärer Diener. Kristallogie. Zieht 2 Diener mit 1 Angriff aus eurem Deck. Da hat man es wieder. Man zieht spezifische Karten. Und zwar für 2 Mana zieht man 2 spezifische Karten, mit denen man, weiß ich nicht, irgendwelche Kombos vielleicht machen kann. Ihr werdet gleich sehen, also der Kristallschmied Kangor ist zum Beispiel einer dieser Karten, die 1 Angriff hat. Also den könnte man damit konsistent ziehen. Der Kristallschmied Kangor, 2 Mana, sehr wenig für einen legendären Diener. Er hat Gottesschild, Lebensentzug und unsere Heilung ist verdoppelt mit diesem Minion auf dem Feld. Und das ist cool. Der Paladin hat ja sowieso einige sehr, sehr gute Möglichkeiten, sich zu heilen. Und so wie ich das verstehe, verdoppelt der Kristallschmied Kangor eben beispielsweise Lebensentzug-Effekte. Also die müssten ja dann verdoppelt sein, weil unsere Heilung ja verdoppelt ist. Das ist zum Beispiel mit dem Death Knight ganz cool. Der gibt uns ja so ein Schwert, was eben Lebensentzug hat, 5 Schaden macht. Das heißt, wenn wir Face gehen, im Prinzip müssten wir, wenn wir Kristallschmied Kango auf dem Feld haben, 10 Leben zurückbekommen. Und das ist gewaltig. Dann haben wir noch die prismatische Linse. Zieht einen Diener und einen Zauber aus eurem Deck, vertauscht ihre Kosten. Also wenn ich jetzt beispielsweise Zauber in meinem Deck habe, die teuer sind, und Diener, die günstig sind. Nee, das ergibt keinen Sinn, es muss umgekehrt sein. Diener, die teuer sind, und Zauber, die günstig sind und die ich vielleicht nicht unbedingt spielen will. Aber habe ich etwas im Deck, was ich nicht spielen will? Naja, das ist auf... Also es ist schon eine interessante Karte, aber... Ich glaube, es ist schwierig, daraus einen Nutzen zu ziehen, glaube ich. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man bestimmte Diener oder bestimmte Zauber für bestimmte Kombos braucht, die aber zu teuer sind, um diese Kombo zu erwirken. So. Und wenn ich mit der prismatischen Linse das hinkriege, 2 von diesen Karten wirklich auch zu treffen und die Kosten so zu tauschen, dass es in meinem Vorteil ist, dann kann das ganz gut sein, aber das sind ziemlich viele Wenns, finde ich. Das sind ziemlich, ziemlich viele Wenns. Und deswegen bin ich mir da... recht unsicher. Ich muss mal eben gucken. Wir sind jetzt bei der 5. Klasse, nämlich dem Priester. Und da haben wir auch gut was bekommen. Gucken wir erstmal, was wir bekommen haben. Wir haben eine verkehrte Welt, sogar in Gold. Für einen 0-Mana-Zauber immer gut. Dann haben wir das Versuchsobjekt, wo ich noch nicht weiß, was ich davon halten soll. Chronomat entdeckt eine Kopie eines Dieners aus dem Deck eures Gegners. Das ist, um ein bisschen zu gucken, was für eine Strategie könnte der Gegner haben. Auch ganz interessant, je nachdem, welches Minion man eben sieht. Ne? Wenn man jetzt gegen den Druiden spielt und das Ding zeigt einem Maligos, dann ist das schon ziemlich offensichtlich, was der Druide vorhat. Gut ist eben, dass man 3 Diener direkt sieht. Man sieht ja nicht nur den einen Diener, den man entdeckt, sondern man sieht 3, weil man da die Auswahl hat. Und das ist schon ein ziemlich tiefgreifender Einblick in die Strategie des Gegners. Ein Totenerwecker zieht einen Diener mit Todesröcheln aus einem Deck. Das hilft natürlich dem Deathrattle-Priester, der ja auch immer noch groß ist mit der Quest und so weiter. Extra Armor finde ich nicht ganz so geil, aber die Omega-Sanitäterin ist cool. Und dann haben wir hier ein Machtwort-Klon und Zerex-Klongalerie finde ich da ziemlich gut für 9 Mana, den habe ich ja sogar in Gold gekriegt. Ruft eine Kopie 1-1 von jedem Diener in eurem Deck herbei. So, das ist für den Deathrattle-Priester richtig gut, weil A, er kriegt seine Quest schnell voll, eigentlich sollte er die bis zu diesem Zeitpunkt schon voll haben, aber... wenn ich viele krasse Deathrattle-Minions in meinem Deck habe und ich ziehe die alle raus und die haben nur ein Leben, das heißt, die sterben auch recht schnell, was gut ist, weil ich ja die Deathrattle-Effekte auslösen will, dann ist das ziemlich heftig. Die Frage ist, wenn ich die Karte spiele, 9 Mana, ne, da habe ich in der Zeit ja schon 9 Karten gezogen, inklusive der Karten, die ich am Anfang des Spiels hatte, inklusive der Karten, die ich vielleicht währenddessen noch durch Effekte gezogen habe. Wie viele Minions habe ich wirklich noch im Deck, wenn ich diese Karte ausspiele? Sind es 7?
Eigentlich wahrscheinlich eher nicht. Also es sind wahrscheinlich weniger, vielleicht 5 oder so oder 6 ist die Frage. Gut ist ja, dass es eine Kopie ist. Das heißt, ich verbrate nicht das Minion, sondern es ist eine Kopie. Und ich habe später noch die Möglichkeit, das nochmal zu ziehen und nochmal den Death Rattle-Effekt auszulösen und daraus irgendeinen Vorteil zu ziehen. Wir haben hier natürlich noch weitere Karten, die wir jetzt nicht bekommen haben. Die gewissenlose Forscherin. Dina mit Todesröcheln, die ihr ausspielt, kosten 3 weniger, aber sterben am Ende des Zuges. Das ist cool, weil wir dann sofort von dem Death Rattle-Effekt profitieren können. Am Ende unseres Zuges. Wir können also, im Prinzip ist es eine Mechanik, das auszulösen. Und die kosten eben halt auch weniger. Sterben aber, wie gesagt, dafür. Also wir können im Prinzip mit den Stats der Minions da nichts anfangen, aber mit dem Effekt. Wenn man bestimmte Kombos damit machen möchte, ist das wahrscheinlich ganz cool. Sylvanas kostet mit der Karte zum Beispiel nur 3 Mana. Und wir stehlen ein gegnerisches Minion. Und wenn nur eins auf dem Feld ist, was ziemlich gut ist, dann haben wir das sicher, was cool ist. Ja, stelle ich mir vielleicht ganz cool vor. Dann haben wir natürlich noch den Klonmeister Zerek, 6 Mana 5-5. Ruft diesen Diener erneut herbei, wenn ihr einen Zauber auf ihn gewirkt habt. Also wenn wir auf den Machtwort Klon spielen. Dann haben wir eine Kopie 5-5 von ihm. Was ja die gleichen Stats sind, wie er normalerweise hat. Haben ihn 2 Mal auf dem Feld. Und eigentlich... Kopie heißt ja, dass diese Karte dann auch auf der Kopie wirken müsste. Das heißt, wenn beide sterben, werden beide neu herbeigerufen. Und wenn ich dann den nochmal spiele auf einen Zerek, dann müsste ich ja 3 haben, die wiederkommen. Aber ich müsste dann ja wieder Zauber auf die Klonmeister Zereks spielen, nachdem sie einmal gestorben sind, damit ich die nochmal wiederbekommen würde. Also man kann schon hinkriegen, gerade auch mit Karten wie Verkehrte Welt, was ja keinen Nachteil für Zerek bringt, weil er die gleichen Stats hat, dass man kontinuierlich Zereks produziert. Und das kann ich mir schon ziemlich witzig vorstellen. Aber mal sehen, ob es auch wirklich witzig sein wird. Sagen kann man das nicht. Wir werden es später herausfinden. Bei dem Schaman fehlen leider beide legendären Karten. Eine davon finde ich ziemlich gut. Wir haben einmal hier so ein paar Schadenszaubern, wie den destillierten Blitz. Was ja im Prinzip eine arkane Explosion ist. Nur die Kosten sind wieder verschoben. Dann haben wir hier die Funkenentladung. Das sind so 2 Pings, die Eifer haben. Und dann haben wir den drohenden Nimbus. Erhaltet einen zufälligen Elementar auf die Hand. Also bei dem Schaman wird immer noch dieses Elementar-Tag gepusht, was ich nett finde, weil das kontinuierlich den Elementarpool des Schamanen erweitert und so die Decks auch stärker macht. Dann haben wir die Elementarreaktion, zieht eine Karte, erhaltet eine Kopie davon, wenn ihr im letzten Zug einen Elementar ausgespielt habt, für 2 Mana. Im besten Fall 2 Exemplare von einer guten Karte aus meinem Deck. Das Omega-Hirn ist ganz gut. Eure Zauber haben in diesem Zug Lebensentzug, wenn ihr 10 Mana-Kristalle habt. Also im Prinzip für uns die Möglichkeit nochmal wirklich mit einem Vulkan zum Beispiel ordentlich Leben zurückzubekommen oder auch nur mit einem Gewittersturm. Ja, also da kann man ja schon seine 15 Health oder was kriegen. Wahrscheinlich sogar mehr, je nachdem wie viele Minions auf dem gegnerischen Feld sind. Den Sturmfänger zieht aus eurem Deck einen Zauber, der mindestens 5 kostet. Und Horeka ruft eine Kopie eines zufälligen Dieners aus eurer Hand herbei, die hoffentlich mehr kostet als Horeka. Ja, wir haben hier 3 Karten nicht bekommen. Wir haben einmal Elektra-Sturmschlag. Eine günstige legendäre Kreatur, 3 Mana 3-3, ist ein Elementar. Das ist nicht unwichtig. Und Kampfschrei. Euer nächster Zauber in diesem Zug wird 2-mal gewirkt. Und es ist eigentlich fast egal, welcher Zauber das ist. Diese Karte ist immer gut. Es gibt eigentlich keine Situation, in der diese Karte schlecht sein könnte. Wenn ich das genau überblicke. Und das ist eigentlich ziemlich krass. Und deswegen ist es eigentlich eine Legendary, die man in theoretisch jedes Schamanendeck tun könnte, was zumindest elementarbasiert ist. Oder starke Zauber hat. Wenn ihr das in ein Deck tut, was keine Zauber hat, ist es natürlich unsinnig, aber das ist schon eine gute legendäre Karte, die ich auch gerne hätte. Dann haben wir das Donnerhaupt.
Ruft zwei Funken 1-1 mit Eifer herbei, nachdem ihr eine Karte mit Überladung ausgespielt habt. 4 Mana 3-5. Also von den Stats her vollkommen okay. Ziemlich gut. Und der Effekt ist auch ziemlich gut. Ich meine, wenn wir das Ding spielen und wir spielen den. Wobei, allen Dienern, auch unsere. Das ist doof. Aber nehmen wir mal an, wir haben 5 Mana. Wir spielen das Ding und das Ding. Dann haben wir 4 Funken. 1-1, womit wir 4-mal pingen können, wie wir wollen. Und wir haben das Ding immer noch auf dem Board und es kann immer noch böse werden für den Gegner. Und das Ganze für 4 Mana. 5 Mana. Also 5 Mana, 3-5. Verteile 4 Pings, wie du es möchtest. Das ist gut. Das ist gut. Das Ganze kann man dann noch verstärken mit Bloodlust. Oder mit anderen Stärkungskarten auf dem Feld, wie beispielsweise dem Flammenzungen-Totem. Dann wird das Ganze halt noch extremer. Aber das ist schon, ich glaube, das ist eine gute Karte. Müsste man mal austesten in so einem Token-Shaman-Shaman-Deck. Ganz gut, glaube ich. Der Sturmbringer verwandelt eure Diener in zufällige legendäre Diener. Wenn man so einen Token-Shaman hat, Shaman-Shamhaar. Dann kann das, glaube ich, auch ziemlich eskalieren, denn wir wissen ja alle, dass legendäre Diener meistens teuer sind oder so. Das ist cool. Hexenmeister haben wir auch ordentlich was gekriegt. Hier haben wir auch eine. Ja, es fehlen im Prinzip nur 2 Karten. Ja, wir haben beide legendäre Karten bekommen beim Hexenmeister. Wir hatten hier die Seeleninfusion, die ja im Prinzip auch eine Handbuff-Mechanik ist. Die Seelenmaschine für 1 Mana, zieht 3 Karten, werft sie am Ende eures Zuges ab. Das heißt, wenn wir 10 Mana haben, wir spielen das Ding, dann ziehen wir 3 Karten für 1 Mana und können die im besten Fall auch noch alle 3 ausspielen und haben keinen Nachteil von dieser Karte. Dann wäre das ziemlich heftig. Dann haben wir das dämonische Projekt, was gut ist. Denn es gibt in letzter Zeit natürlich viele Decks, die eine bestimmte Combo ausspielen wollen. Und das dämonische Projekt sorgt dafür, dass wir diese Combo komplett zerstören können, wenn wir Glück haben. Wenn wir das richtige Minion treffen. Halte ich für gut. Verleiht allen die Dämonen auf eurer Hand +1/+1. Todesröcheln-Effekt macht das Ganze nicht so wirklich konsistent und nicht so wirklich zuverlässig und gut. Das kann zur falschen Zeit hochgehen und dann im schlimmsten Fall gar keinen Dämon auf unserer Hand treffen oder vielleicht einen. Aber lohnt sich das dann? Ich glaube nicht. Die Seelenbombe ist ganz gut mit dem Netherseelenjäger zusammen vielleicht. Ne, dann hätte man für 5 Mana im Prinzip 4 Schaden an einem Diener angerichtet. 4 Schaden an sich selbst und würde aber noch eine 5-5-Kreatur aufs Feld bekommen. Ist das gut? Ja. Ja, das ist eigentlich gut. Doppelwichtel ist auch cool. Damit kann man crazy Sachen machen, glaube ich. Wir haben jetzt die Omega-Agente nicht gekriegt, was ich schade finde. 5 Mana, 4-5. Kampfschrei ruft 2 Kopien dieses Dieners dabei, wenn ihr 10 Mana-Kristalle habt. Also dann wäre das 5 Mana, 8, 10. An Sets. Aufgeteilt auf 2 Minions. Wow. Krass. Ruft eine Kopie jedes Dämons herbei, den ihr kontrolliert. Wenn ich 2-mal verdammtes Wache auf dem Feld habe und ich spiele das Ding, dann habe ich auf einmal 4 und die können alle angreifen. Das sind 20 Schaden. Das ist krass. Bei Dr. Morrigan weiß ich noch nicht so recht. Tauscht diesen Diener gegen einen Diener aus eurem Deck aus. Ist an sich auch witzig, weil ich damit natürlich andere starke Diener herauscheaten kann, wie zum Beispiel einen leeren Fürst. Der dann ja auch dafür sorgt, dass ich längere Zeit noch im Spiel bleiben kann, wenn er nicht gesilenced wird. Und Dr. Morrigan ist ja dann nicht tot. Die ist ja dann noch da, weil sie wieder in meinem Deck ist, wieder gezogen werden kann. Die Frage ist, was ist, wenn ich keinen Diener mehr im Deck habe? Dann müsste sie doch einfach sterben und nicht wiederkommen. Ich weiß nicht, ob das 8 Mana wert ist. Wenn sie jetzt 6 Mana oder 7 Mana kosten würde, wobei bei 6 Mana wäre sie wahrscheinlich overpowered, aber sie, ja. Balancing ist tatsächlich nicht einfach. Ich kann verstehen, dass Blizzard damit Probleme hat, weil es ist wirklich nicht einfach. So, beim Krieger haben wir eigentlich auch alles bekommen, was wir wollten, nämlich Irres Genie Dr. Boom. Das ist eigentlich alles, was ich wollte beim Krieger. Ansonsten sehen wir natürlich beim Krieger, dass er auch sehr Mech-zentriert ist. Der hat eigentlich nur Mechs dazu bekommen als Minions. Wir haben den
Eternium-Flitzer. Wir bekommen jedes Mal 2 Rüstungen, wenn er Schaden erleidet. Wir haben die Omega-Montage, die ich ziemlich heftig finde. Die Raketenstiefel mit Eifer, dann haben wir das Waffenprojekt, was auch ganz cool ist. Für uns natürlich besser als für die gegnerische Klasse meistens, weil der Krieger natürlich viele Waffensynergien hat, die andere Klassen vielleicht nicht haben. Dynamatik, wenn man nur ein Mech-Deck hat, ist es natürlich ein guter Effekt, hier mit den 5 Schaden. Der Kollisionsbeschleuniger, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber der Sicherheitsbot ist auch ganz gut. Und dann haben wir noch den Beryllium-Nullifizierer, den wir nicht bekommen haben. Magnetisch kann nicht als Ziel von Zaubern oder Heldenfähigkeiten gewählt werden. Das können wir jeden anderen Mech geben. Der ist leider als magnetischer Mech ein bisschen teuer. 7 Mana, bringt aber auch eine Menge Stats mit. 3 und 8. Ja. Musste man ausprobieren. Dann haben wir das Bummschiff nicht gekriegt für 9 Mana. Das ist der legendäre Kriegerzauber. Ruft aus eurer Hand 3 zufällige Diener herbei, verleiht ihnen Eifer. Das ist gut. Und jetzt guckt mal, wir können die Omega-Montage in Runde 10 zusammen mit dem Bummschiff spielen. Das heißt, selbst wenn wir keinen Diener auf der Hand haben, würden wir hier 3 Mechs bekommen. Wir bekommen natürlich alle. Und können die mit dem Bummschiff sofort ausspielen. Und sie haben alle Eifer. Serious. Ist natürlich ein 2-Karten-Kombo und kann man nicht immer ganz zuverlässig spielen. Und auch hier variieren natürlich die Ergebnisse, weil man nicht immer gute Mechs da aus der Entdeckmechanik ziehen wird, aber ein guter Mech wird wahrscheinlich immer dabei sein und dann ist das schon ganz geil. Ich mag die Kriegerkarten. Ich bin versucht, das Bummschiff ja zu craften tatsächlich. Dann haben wir die neutralen Karten. Bei den neutralen Karten weiß ich gar nicht, haben wir viele nicht. Wir haben auf jeden Fall viele. Wir haben sehr viele. Ich bin so froh, dass ich Ziljax gekriegt habe. Sehr, sehr froh bin ich darüber. Gucken wir doch mal, was wir nicht gekriegt haben, wie viele das tatsächlich sind. Hier haben wir ein paar. Heroldin Celestia, das ist eine legendäre Karte, die wir nicht gekriegt haben. Die finde ich aber auch nicht so gut. 4 Mana, 5, 6. Klingt jetzt erstmal total overpowered, aber Verstohlenheit. Nachdem euer Gegner einen Diener ausgespielt hat, verwandelt sich dieser Diener in eine Kopie davon. Das ist Gammel, weil der Gegner entscheiden kann, in was für eine Kopie sich die Heroldin Celestia verwandelt. Und sie verwandelt sich halt auch nur einmal. Das heißt, wenn ich einen Murloc habe, der 1 Mana kostet und ich habe den ausgespielt, wenn mein Gegner einen Murloc hat und den ausspielt, dann habe ich 4 Mana bezahlt und habe eine 1-1 Kreatur auf dem Feld. Das ist natürlich Gammel. Das kann man vielleicht ausspielen, um eine Combo des Gegners zu vereiteln, weil der Gegner nicht will, dass wir die gleiche mächtige Karte ausspielen, er aber keine Möglichkeit hat, eine andere Karte auszuspielen und dann vielleicht gar nichts ausspielen. Ich weiß es nicht. Ich verstehe diese Karte nicht. Ich glaube nicht, dass ich sie craften will und dass ich sie gut finde. Dann haben wir die Omega-Verteidigerin. 4 Mana, 2, 6. Aber Spott, Kampfschrei erhält 10 plus 10 Angriff, wenn ier 10 Mana-Kristalle habt. Dann ist dieses Vieh einfach mal 4 Mana, 12, 6 mit Sport. Das ist wirklich Omega. Das ist wirklich Omega und ziemlich heftig. Dann haben wir die waffenfähige Pinata. Todesröcheln erhaltet einen zufälligen legendären Diener auf die Hand. Warum nicht? Für 4 Mana, 4, 4, 3. Erinnert mich an den Piloted Shredder, an den bemannten Shredder. Nur hier hat man konsistent und eben den legendären Diener bekommen, den man dann meistens im späteren Verlauf des Spiels spielen kann, weil die ja meistens teuer sind. Könnte schon geil sein, ja. Dann haben wir EMP-Expertin, eine Tech-Karte, 5 Mana 3-3, vernichtet einen Mech. Klar, in der gleichen Erweiterung, in denen es viele Mechs gibt. Warum auch nicht? Das Versuchsobjekt 9, eine weitere legendäre Karte, die wir nicht bekommen haben, 5 Mana 4-4. Zieht 5 verschiedene Geheimnisse aus eurem Deck. Das ist ein Kampfschrei-Effekt. Und es ist ein Wildtier. Das ist also eigentlich ziemlich geil für eine Jäger, für ein Jägerdeck, was jetzt auf Geheimnisse setzt. Da gab es ja auch diese Entdeckt ein Geheimnis-Karte. Könnte ich mir schon stark vorstellen. Gesehen habe ich sie aber, glaube ich, weder noch in einem Video bisher, als auch in einem Spiel. Dann haben wir den Sternkonstellateur.
7 Mana 7-7. Kampfschrei fügt allen Feinden 7 Schaden zu, wenn ihr 3 Diener mit 7 Leben kontrolliert. Das sind ziemlich viele Events auch wieder, aber ich habe zum Beispiel bei Kriparian gesehen, dass er ein Deck um diese Karte herum gebaut hat, wo das regelmäßig funktioniert hat. Und dann ist es natürlich ein überkrasser Boardclear, weil wie viele Minions überleben schon, wenn ihnen 7 Schaden zugefügt wird? Das sind nicht so viele. Und dementsprechend finde ich das eigentlich eine ziemlich gute Sache. Und dann haben wir eine Karte auch nicht bekommen und das ist Mechathun. C'Thun als Mecha-Version. 10 Mana, 10-10, Mech, Todesröcheln. Vernichtet den feindlichen Helden, wenn ihr im Deck, auf der Hand und auf dem Schlachtfeld keine Karten habt. Und auch hier muss ich sagen, Kriparian hat versucht, das hinzukriegen. Das ist nicht ganz so einfach und das funktioniert sehr selten. Und deswegen ist diese Karte eher eine Gimmick-Karte, die man aber, wie gesagt, nicht so oft einsetzen wird. Ich habe tatsächlich den Schurken übersprungen. Ich habe den Schurken übersprungen, den müssen wir uns nochmal angucken. Bei dem Schurken haben wir ziemlich viele Karten, die darauf ausgelegt sind, dass man viele Karten zieht und viele Karten in seinem Deck hat. Also wenn man sich hier jetzt mal den Wissensklau anguckt, mischt 10 Karten von der Klasse eures Gegners in euer Deck, sie kosten 1. Das erinnert mich an diese Pocket Galaxy von dem Mage, wo alle Minions im Deck dann 1 Mana kosten. Das ist ziemlich heftig. Oder hier, Laboranwerberin oder Anwerber. Mischt 3 Kopien eines befreundeten Dieners in euer Deck, was mit dem Robo-Hopster ganz gut funktioniert, der ja so eine Art Jade-Golem ist, der halt immer stärker wird, wenn man ihn ausspielt. Ziemlich gut. Wir haben viele Karten, die mit Todesröcheln-Effekten wieder Synergien haben. Zum Beispiel die Necrium-Klinge löst das Todesröcheln eines zufälligen befreundeten Dieners aus. Oder den violetten Dunst. Erhaltet 2 zufällige Todesröcheln-Karten auf die Hand. Oder hier Myra Modertrank, die legendäre Kreatur der Schurken. 5 Mana 4-2. Entdeckt einen Diener mit Todesröcheln und erhält dessen Todesröcheln. Das kann auch ziemlich böse sein, weil man dann diesen Todesröcheln-Effekt eben auch 2-mal hat. Und dann haben wir natürlich Myras instabiles Element, das ist der legendäre Schurkenzauber. Zieht euer restliches Deck für 5 Mana. Ist kein Scherz. Ist wirklich kein Scherz. Das wollen die tatsächlich. Ich habe gesehen, dass ein Spieler damit 45 Karten gezogen hat. Ja, danach war sein Deck halt leer, ne? Aber er hat 45 Karten gezogen. Ja, ich meine, er hat das Spiel auch gewonnen dann. Es war im Prinzip egal, ob er diese Karte spielt oder nicht, aber er hat 45 Karten gezogen. Und dann haben wir hier die Necrium-Fiole. Löst das Todesröcheln eines befreundeten Dieners 2-mal aus. Ist also ähnlich wie bei dem Jäger, diese eine Karte, der Diener, der, solange er auf dem Feld ist, die Todesröcheln-Effekte 2-mal ausgelöst werden. Hier ist es eben ein Zauber. Nicht so stark wie die Jägerkarte, aber man kann diesen Effekt wirklich auch so bringen, dass man davon, dass er auch wirklich wirkt. Weil das Jäger-Minion kann vom Gegner removed werden oder gesilenced werden. Die Necrium-Fiole spiele ich ja nur aus, wenn ich diesen Effekt auch wirklich nutzen kann. Und deswegen ist das ganz cool. Ja, das waren im Prinzip die Karten. Ich werde eigentlich nur eine Karte jetzt wirklich sicher craften. Und das ist, wo haben wir sie? Schamankarte. Elektra Sturmschlag will ich auf jeden Fall craften. Da führt für mich kein Weg dran vorbei und ich werde die auch nicht in Gold craften. Wir craften die ganz normale Version. Vielleicht gibt's ein Donnerwetter. Die Münze, ihr habt mich wegen der Münze ausgespielt. Sehr geil. Die finde ich cool. Weiß nicht, hatte ich hier noch was? Die Nekromechanikerin will ich eigentlich craften. Und bei den Druiden werden wir auf jeden Fall das craften. Sie ist irgendwie hängen geblieben, ist auch geil. Und die Traumblutenfloristin will ich eigentlich auch craften. Ich hätte die halt gerne 2-mal, aber ich werde die jetzt erstmal nur 1-mal craften. Und dann will ich hier die Nekromechaniker dann auch craften. So, und jetzt hätten wir noch genug Staub für 2 legendäre Karten. Da weiß ich aber wirklich nicht, welche ich machen will. Ich will vielleicht
den Kristallschmied Kangor will ich vielleicht haben. Da bin ich mir aber noch nicht sicher. Das Bummschiff ist vielleicht ganz interessant. Ansonsten beim Schurken wahrscheinlich eher nichts. Und hier habe ich ja Zerex Klongalerie, wobei wir könnten den entzaubern und dafür zwei legendäre Karten kriegen. Aber ich lasse es erstmal. Ja, das war das zweite Video zu das Geheimlabor von Dr. Bumm. Wo wir die Karten so mal so ein bisschen angeschaut haben, auch die, die wir jetzt nicht gekriegt haben. Beim nächsten Mal werden wir dann wahrscheinlich sehen, wie ich nochmal das Solo-Abenteuer aus der letzten Erweiterung weitermache. Da hatten wir ja zwei Klassen, die wir uns noch nicht angeguckt haben. Das wollen wir auf jeden Fall noch tun. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß dabei. Das ist das Wichtigste bei diesen YouTube-Videos. Und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.